So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind hier in der Caritas Gas, wie man vielleicht hinter mir sehen kann. Nee, sieht man nicht, da laufen wir auch immer am Community Day vorbei. Und wir haben wieder mal ein paar regionale Eier für euch, bereit zum Brüten. Diesmal wieder mit Animation, denn die Haare sind schon nass. Nee, das ist gleich danach gefilmt. Und wir gucken mal, was jetzt dabei ist. Immer noch auf der Suche, wie gesagt, nach den regionalen Shinies. Das ist natürlich keins, das ist ein Knopsi, würde der Ispo jetzt wieder sagen. Ein Knospi mit 1059 Staub, Verteidigung 15, 3 Sterne, ist okay. Das Jurob habe ich schon getestet, ist leider kein Shiny. Oben saß auch noch ein Pandimos, war aber auch keins. Und ein Alola Sandan, die es jetzt immer noch wild gibt. Und die Leute ja munkeln, ob das nur jetzt während des Event-Bonuses ist, wegen der Ultrawoche, oder ob die auch wild bleiben. Wir werden es sehen. 1500 Staub waren das, glaube ich. Angriff auf 15, aber kein Shiny. Brauche ich auch nicht. Familie ist schon voll. Hätte ich das gewusst, irgendwann wird, wie gesagt, jedem alles hinterhergeschmissen. Ein Togepi, auch kein Shiny. 1223 Staub und KP auf 15. Ja, die Babys sind natürlich auch noch da und die Alolas, die dürfen wir nicht vergessen. Aber wir suchen die Kontinentalen. Das ist auch wieder kein Kontinentales, aber das ist mein Hass-Pokémon mittlerweile. 1180 Staub und Verteidigung 15. Wie gesagt, nach 277 Eiern im letzten Event, wo jedes Ei 2 Kilometer war, kein Shiny Mobile bekommen. Ich habe mir so in den Arsch gebissen. Ein Azurill mit 1410 Sternenstaub. Alle Werte auf 14. Wenn ihr das erlöst, ist es ein 100er. Natürlich könnt ihr das nicht erlösen, weil das ist ja kein Krypto-Pokémon. Aber das vergesse ich immer. Eins oder zwei dürften wir noch haben. Dann wären wir nochmal los. Wären nochmal 8 Stück in die Brutmaschinen hauen. Porenta! Das erste Kontinentale, aber kein Shiny. Trotzdem 1400 Sternenstaub und Werte. Oh, kann man lassen. Das dürfte jetzt aber das letzte sein. Ich musste mal gucken, ich werde noch eine Runde durch den Park dann unten laufen oder zwei oder drei, damit wir auch noch mal ein anderes Setting haben. Ein Mantirps mit 1500 Staub, Werde, okay, 3 Sterne, das war es noch nicht, ist sogar immer noch eins da. Das gucken wir uns auch noch an. Und noch ein Togepi zum Abschluss, das dürfte aber jetzt wirklich das letzte sein. 840, das ist gar nichts. Werde auch nicht so berauschend und wir können, glaube ich, weiterziehen, genau. 4000 Erfahrungspunkte dafür, wir werden wieder wechseln, da hinten ist gerade eine Arena weiß geworden, da geht auch ein Fünfer auf, an den Stolperstein müsste das sein, also bei mir zu Hause. Und wir laufen noch ein bisschen durch den Park und melden uns nochmal, wenn die nächsten aufgehen. So, da sind wir wieder, live aus dem Park, beziehungsweise nicht aus dem Park, sondern um den Park drumherum. Ihr seht, hier hinter mir schwimmen wenigstens auch die Enten. Im Wasser, im Dümpel, wie sonst was. Ich glaube mittlerweile, der Park hier innen drin ist ein Dummeselnest. Da sitzen nämlich immer zu Dummesel, wenn man durch die Gegend läuft. Wir öffnen jetzt aber nochmal 9 Eier. Jetzt habe ich es nämlich auch hingekriegt, mal 9 gleichzeitig zu zünden. Und da ist auch schon das erste Kontinentale. Ein Tauros 1464. Ja, leider kein Shiny. Seht ihr? 2 Dummesel sitzen da. Aber wir suchen natürlich die shiny regionalen aus den Eiern. Die Sonne brennt auch. Schon wieder ein Azurill. Bleibt mal so stehen, da habe ich die Sonne nur halb im Gesicht. 1300 Staub. Werde sind okay, nichts Besonderes. Kein Shiny. Und das war's, glaube ich, dann sowieso erstmal. Weil am Wochenende habe ich noch andere Pläne, außer Eierbrüten. Oh, schon wieder neuer Pokédex-Eintrag. Bald schon wieder kleiner Account, viele Coins. Alles gerade, ist nichts zum Reincashen. 912 Sternenstaub, Verteidigung 15, aber kein Shiny. Wir gehen weiter. Seht ihr, da unten sind 3 Schatten, 3 Dummiesel angezeigt, weil der Account auch noch kein Dummiesel hat. Man könnte ja mal eins fangen, muss man aber nicht. Wohl zum Abschluss können wir mal eins mitnehmen. Noch ein Rabauz wird zu Nocturne, also Verteidigung ist der höchste. Auch auf 15. Ja, hoffentlich warten die Dummiesel. Nicht, dass sie abhauen, sonst kann ich die gar nicht mehr eintüten. Und ein Alola Dicta mit Haaren. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. 1600 Staub ist aber wenigstens was Gutes.
KP auf 15 und der Account rennt sonst wohin. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Er ist jetzt am anderen Ausgang vom Park. Noch ein Knopsi, würde ich mal sagen. Ein Knospi hinterher. 1238 Sternenstaub. Kein Wert auf 15, trotzdem 3 Sterne Bewertung. 3 Eier, glaube ich, haben wir noch. Die ziehen wir noch durch. Noch ein Pandimos, leider kein Shiny. Trotzdem regionales mit 1500 Staub. Ja, und schlechten Werten natürlich. Los, Dummiesel, gleich bin ich da. Du wirst mir nicht entkommen. 1, 2 und... Kusilla, wer braucht denn das? Pupsi hat schon wieder einen Shiny Kusilla bekommen. 1106, KP 15, okay. Die hat bestimmt jetzt schon 3, 4 Kusilla bekommen. Babys, gebrütet als Shinies, hat mir mal welche gegeben. Hat selber jetzt wieder welche, die weiß auch nicht mehr, was sie damit überhaupt noch machen soll. Noch ein Elekid mit 1419 Bonbons, Werde, sind okay, aber das war's. Und wir sehen, hier sind sogar 1, 2, 3, 4, 5. 5 Dummiesel. Eins ist jetzt weg. Hier unten rechts war noch eins. Wir werden jetzt trotzdem einfach mal eins hier eintüten, noch zum Abschluss des Videos. Ich weiß nicht, ob das das letzte Eierbrut-Video war oder ob wir noch eins machen können. Die werden dann wahrscheinlich aber erst nach dem Event online kommen. Da interessiert es eh keinen mehr. Und eins wollen wir jetzt mal eintüten hier. Fürs Video natürlich. Bester Vorführeffekt. Immer werfen, wenn es schreit, damit ihr auch ja nicht trefft. Und dann muss ich wieder davor, wir wollen nämlich dann los. Heute gibt es nämlich Burger, selbstgemacht, richtig fett im Garten auf dem Grill. Da ist das Dummiesel, da ist der Pokédex-Eintrag, da ist auch gleich eine Aufgabe fertig. Das war es aber von meiner Seite aus. Habt ihr regionale Shinies bekommen? Welche habt ihr bekommen? Habt ihr gute IV bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.